Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahnunion. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Produktpräsentation in H0. Heute, da wird es schwer bei uns im Video, denn wir stellen diesen mächtigen Minenbagger vor. Die Firma Decast Masters in einer Highline-Serie stellt diese wunderschönen Produkte her. Auch noch ganze Menge andere Produkte bzw. Fahrzeuge aus dem Bereich, dazu gleich im Video mehr. Wir schauen uns das große Vorbild an, dann schauen wir uns das große Modell hier an. Das ist wirklich 1:87, man mag es kaum glauben. Ja, und zum Schluss natürlich mein Fazit und auch die Artikelnummern, denn diese Produkte sind natürlich bei uns im Webshop erhältlich. Der Fahrplan steht, wir verlieren keine Zeit und legen los. Ja, beginnen wir unsere Reise mit ein paar Informationen zum großen Vorbild, wobei man hier auch schon sagen muss, es ist Maßstab H0, 1:87, ist es schon ein mega großes Modell. Wenn man eine H0-Figur daneben stellt, ist es wirklich schon mega beeindruckend, wie groß diese Bagger sind. Wir haben hier den CAT 6060 Hydraulikbagger, einmal hier mit einer normalen Schaufel und einmal mit einer besonderen Frontschaufel, die wir jetzt hier haben, die im Prinzip nach vorne und nicht nach innen geöffnet ist und sich auch unten öffnen lässt, genauso wie hier natürlich im Modell. Und das sind zwei unterschiedliche Ausführungen, aber letztendlich ist es ein und derselbe Bagger. Und dieser Bagger, der hat eine große Erfolgsgeschichte hinter sich, denn es ist der beliebteste Hydraulikbagger im Bereich der Minenarbeit. Mit seiner wahnsinnigen Motorleistung von insgesamt 2248 kW, seiner Schaufelnutzlast von 61 Tonnen und seinem Eigengewicht von fast 600 Tonnen ist dieser Bagger wirklich kein Kleingewicht und er war zur damaligen Zeit maßgeschneidert für den Bergbau und wie er gerade eben schon gesagt, hat er sich mit der Zeit dann auch zum beliebtesten Bagger in diesem Bereich entwickelt. Bei der Entwicklung dieses Baggers hat man natürlich aus den vorherigen Baggern gelernt und hat natürlich sehr viel umgesetzt, was dem Fahrer bzw. dem Betreiber natürlich dann zugutekommt. Zum Beispiel eine komplette Rundum-Beleuchtung des Arbeitsfeldes, das kann man hier auch im Modell sehr schön dann auch sehen, wo die ganzen Scheinwerfer sitzen. Diese Scheinwerfer haben das gesamte Umfeld des Baggers in gleißend helles Licht getaucht, was wirklich beeindruckend ist, wenn man sich Bilder anschaut. 40% im Gegensatz zu anderen Baggern, mehr Rundumblick für den Fahrer. Man hat auch auf den Energieverbrauch geachtet, das heißt, man hat auch hier 15% niedrigeren Kraftstoffverbrauch im Gegensatz zu einem herkömmlichen Bagger in dieser Gewichtsklasse und natürlich die Betriebszeiten wurden optimiert, was natürlich die Wartung betrifft. Die Teile wurden leichter verbaut, sodass auch, wenn irgendwas kaputt ist, es leichter ausgetauscht werden konnte und natürlich dann auch, wenn die große Inspektion anstand, wurde es so optimiert eingebaut, dass man auch relativ einfach an die Komponenten kommt. Schauen wir uns nun das Modell in 1:87 an. Und da muss man auch gleich sagen, ja, es ist wirklich 1:87. Auch wenn es hier nicht so aussieht, diese Bagger sind wirklich wahnsinnig groß. Ihr habt es ja eben bei den Vorbilddaten auch schon gehört, dass diese Bagger wirklich der Wahnsinn sind. Ja, in ihrer Kraft auch natürlich. Und das Modell, wie kommt das Modell erstmal zu uns? Wir haben hier bei beiden eine wunderschöne Metallkiste. Es ist wirklich Metall. Sie auf allen Seiten ist sie bedruckt. Hier vorne einmal mit dem Bagger, da unten nochmal die Bezeichnung, die Artikelnummer, das Logo der Firma CAT ist mit drauf. Auf der Rückseite, es ist auch sehr schön, haben wir auch nochmal ein Bild aus der freien Wildbahn, sage ich jetzt mal. Hier neben haben wir auch nochmal die ganzen technischen Daten, einmal mit englischen Angaben und auch einmal mit den europäischen Angaben. Da kann sich also jeder zurechtfinden und man kann den natürlich auch aufmachen. Ich versuche das jetzt mal mit einer Hand. Ja. Die Bagger sind wirklich sehr gut sicher verpackt. Und hier, das finde ich wirklich sehr schön, ein farbiger Deckel, wo auch nochmal der Bagger in der freien Wildbahn zu sehen ist. Wirklich sehr, sehr schön. Und die Verpackung, die ist wirklich auch hochwertig, genau wie das Produkt. Es ist wirklich sehr gut verpackt. Es ist ein bisschen aufwendig, das Modell sicher hier rauszuholen. Aber dann macht es umso mehr Spaß, wenn man das Modell dann ausgepackt hat und dann damit, spielen kann oder es dann in die Szenerie stellen kann. Also wie gesagt, hier, das ist alles sehr gut und sehr sicher verpackt. Kann nur von Vorteil sein, dass der Bagger auch wirklich unversehrt und sicher dann auch zu uns kommt. Was ist dabei? Wir haben ein bisschen Zurüstteile dabei. Nämlich, ich drehe den Bagger hier mal, das Dach und auch die exklusive H0-Figur, die mit dabei ist, farbig bedruckt im, so wie es sein soll, im Warnschutz-Outfit. Diese Figur kann man dann separat in den Bagger reinsetzen, Tropfen Kleber dran, dann bleibt sie auch natürlich dann auch an Ort und Stelle, ansonsten flabbert sie rum. Die Figur ist dabei,
Der Deckel hier vom Führerstand ist dabei und auch diese kleine Pinzette, mit der man dann die Figur relativ einfach dann auch auf den Sitz setzen kann. Es ist auch nochmal erklärt mit diesem kleinen Heftchen, finde ich richtig süß, dass man hier einmal das Dach hat, dann wie man die Figur in die Führerkabine setzt und dann wie man das Dach fest bekommt. Es ist ein einfacher Clip-Mechanismus, das sehen wir hier. Wir haben... Das ist der Vorführeffekt. So, wir haben hier eine kleine Krampe, die wird dann einfach hier in eine kleine Führung, sagen wir mal, reingesetzt. So, und dann wird das Ganze einfach runtergedrückt und schon ist das Dach montiert. Also relativ einfach und auch ansonsten ist die Verarbeitung wirklich sehr hochwertig. Mit dabei ist auch nochmal eine komplette Übersicht vom Sortiment der Firma D-Cast Masters und da sind wirklich so viele interessante Modelle dabei, wo ich mir selber denke, so, das wäre eigentlich mal richtig cool, auf der Modelleisenbahn so einen kleinen Betriebshof zu machen oder so ein kleines Bergwerk-Areal, wo dann diese ganzen Fahrzeuge, hier zum Beispiel dieser riesige Kippmuldenwagen, wo diese ganzen Modelle dann zum Einsatz kommen, es ist wirklich beeindruckend. Auch die Größe alleine schon, wenn man sich jetzt daneben eine H0-Lokomotive, die auch wirklich nicht klein ist, vorstellt, wie groß dann dieser Bagger ist. Mit seiner Höhe von knapp 9 Metern ist er wirklich nicht klein. Ja, und auch so, wenn man sich das Modell hier im Einzelnen anschaut, haben wir im Prinzip vom Maschinenteil dasselbe. Im Prinzip, dieser gesamte Bereich ist bei beiden Modellen gleich. Der Unterschied ist im langen Arm hier vorne. Da haben wir nämlich hier bei dem hier auch natürlich eine Schaufel, die wir komplett bewegen können. Mit einer Hand ist das jetzt ein bisschen schwierig, aber ihr seht es schon, das ist relativ einfach. Auch hier vorne die Schaufel, die lässt sich natürlich in alle Richtungen drehen, so wie es natürlich auch im Vorbild ist. Da haben wir hier eine nach innen geöffnete Schaufel, wo man den Aushub dann, sage ich jetzt mal, einfach verladen kann auf einen Kipplaster etc. Und auf der anderen Seite haben wir dann auch einen etwas niedrigeren Arm und da haben wir eine nach vorne geöffnete Schaufel, wo man dann, sage ich jetzt mal, hier sieht man das Gut hier, wo man dann das Gut im Prinzip von einer Kante oder von wo auch immer, sagen wir mal, von unten aufnehmen kann und dann auch relativ einfach verladen kann. Die Verladung hier klappt im Prinzip so, dass man die Schaufel hochklappt und dann macht der Kranführer oder Baggerführer einfach unten die Luke auf und das Ladegut fällt hinaus. Auch hier natürlich, sämtliche Bewegungen sind im Modell auch umsetzbar. Nach oben, nach unten, zu sich ran und natürlich hier das Wichtigste auch die Schaufel. Die Schaufel vorne, das ist alles aus Metall, auch sehr schön lackiert und umgesetzt. Auch hier vorne die Zacken, die sind wirklich spitz, da muss man aufpassen. Wie im Original und auch ansonsten macht das Produkt wirklich einen sehr hochwertigen Eindruck. Die Geländer hier sind zwar aus Kunststoff, aber das Kunststoff ist so dick, dass man hier wirklich keine Angst haben muss, es wirklich aus Versehen zu verbiegen. Das hat man ja manchmal bei anderen Modellen, wo das Kunststoff wirklich hauchdünn ist, dass wenn man das Modell mal anpackt, knack, ist es gebrochen. Passiert hier nicht. Also ich habe den auch schon hier richtig in der Hand gehabt. Es ist nichts passiert. Es ist alles da geblieben, wo es hin soll. Und das finde ich auch sehr schön. Wir haben hier hinten eine Leiter. Diese hier. Und die können wir nach unten klappen. Zack. So, dass der Fahrer einsteigen kann. Und das Besondere bei dieser Leiter, kommen wir wieder ein bisschen zum großen Vorbild, ist, dass diese Leiter ja auch eine Notfallleiter sein kann. Denn wenn der Motor zum Beispiel streikt, der Fahrer vom Bagger schnell evakuiert werden muss, dann haben die Erfinder eine sehr, sehr interessante Sache eingebaut, nämlich einen sicheren Zugang über eine motorbetriebene Zugangstreppe mit 45 Grad Winkel, die im Notfall über einen Stickstoffdruckspeicher abgesenkt und somit auch bei ausgeschaltetem Motor betrieben werden kann. Und das finde ich wirklich eine sehr schöne Sache. Diese, wie gesagt, wird dann hier so hochgeklappt, wird verriegelt, sodass der Bagger dann halt arbeiten kann. Und wenn im Normalbetrieb, drückt der Fahrer auf einen Knopf, die Leiter fährt dann runter und der Fahrer kann aussteigen. Denn der Bagger ist wirklich verdammt hoch. Das haben wir natürlich auf beiden umgesetzt. Der einzige Unterschied, wie gesagt, bei denen hier ist einfach, dass er hier diese nach innen geöffnete Schaufel hat und er hier die nach außen.
Kommen wir am Ende unseres Videos zu meinem Schlusswort. Was gibt es über diese Bagger zu berichten? Nur Gutes. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Bagger euch hier vorzustellen, mich mit diesen Baggern beschäftigen und natürlich halt auch sie richtig in Szene zu setzen. Sie machen richtig Spaß, man kann mit ihnen fahren, man kann mit ihnen sich im Kreis drehen, man kann mit ihnen baggern. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Sie sind sehr hochwertig verarbeitet, was man natürlich auch merkt im Preis. Ja, sie kosten den Euro hier und da mehr, aber es macht sich wirklich bezahlt und wenn man sie auf die Anlage stellt, sind auf jeden Fall ein Blickfang. Neben dem Blickfang kommen wir natürlich noch zum allerwichtigsten, nämlich den Artikelnummern. Die dürfen nicht fehlen. Wir haben hier zu meiner linken, zu euren rechten Seite einmal den mit der nach vorne geöffneten Baggerschaufel, die Artikelnummer 85650, auch nochmal jeweils hier auf dem Karton drauf gedruckt, und hier auf der rechten Seite zu eurer linken Seite mit der nach innen geöffneten Baggerschaufel einmal die Artikelnummer 85651. Diese Bagger und natürlich alle anderen Produkte der Firma bei uns im Webshop erhältlich, www.modellbahnunion.com. Dort oben in der Suchzeile eure gewünschte Artikelnummer eingeben, dann auswählen, in den Warenkorb legen, liefern lassen und glücklich sein. Fragen zu diesen oder anderen Projekten könnt ihr natürlich auch stellen, und zwar einmal hier unter diesem Video die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine Mail schicken an info@modellbahnunion.com. Wir werden uns in beiden Fällen natürlich schnellstmöglich bei euch dann melden und eure Frage beantworten. So viel von mir für heute, von diesen wunderschönen Baggern. Wir gehen jetzt noch ein bisschen in den Steinbruch und arbeiten, und wir sehen uns hoffentlich dann beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, bleibt gesund und tschüss.